Versuche gehören! Abgeschafft! Wenn! Yes! Wenn! Yes! Für wie lange? Für wie lange? Danke! Hier in Münster gibt es nicht nur das Affenlabor Commons und die Uni, die Tierversuche macht. Es gibt auch eine Marketingfirma, die die Promotion für die Pro-Tierversuchs-Lobby macht. Ich weiß nicht, ob das vielen von euch bekannt ist. Diese Pro-Tierversuchs-Lobby, die sitzen ja in Göttingen, sind von unseren Steuergeldern finanziert, aber die haben eine Marketingfirma beauftragt, die sich eben ausdenkt, wie sie Tierversuche verdaulicher macht für die Menschen und harmlos. Und es gibt also eigentlich immer zwei Kernargumente, die dabei vorgebracht werden. Das eine ist, dass wir neue Behandlungsmethoden für Menschen brauchen, die ausprobiert werden müssen. Und das andere ist, dass die Produkte, die wir benutzen, sicher sein sollen. Darauf, auf diese beiden Kernargumente möchte ich kurz eingehen. Natürlich sind Tierversuche überhaupt keineswegs geeignet, die Wirkung und Gefährlichkeit von Stoffen für uns zu beurteilen. Tiere und Menschen unterscheiden sich nämlich hinsichtlich ihrer Anatomie, Physiologie und Stoffwechsel ganz wesentlich voneinander. Selbst Tiere verschiedener Arten können ganz unterschiedlich auf verschiedene Substanzen reagieren. Nach der Durchführung eines Tierversuchs weiß man also nie mit Sicherheit, wie der Mensch darauf reagiert. Die vielen aufgrund von Tierexperimenten für sicher gehaltenen Medikamente, die beim Menschen schwerwiegende oder gar tödliche Nebenwirkungen hervorriefen, sind ein Beweis dafür, dass die Ergebnisse sich nicht auf den Menschen übertragen lassen. Lipobay, Vioxx, Trazolol, Acomplia, TGN-1412 sind dabei nur die Spitze des Eisbergs. Das sind alles Medikamente, die wegen schwerwiegendster und oft tödlicher Nebenwirkungen vom Markt genommen werden mussten, obwohl sie im Tierversuch für sicher gefunden wurden. Allein in Deutschland gehen Hochrechnungen zufolge 58.000 Todesfälle auf das Konto von Arzneimittelnebenwirkungen. Umgekehrt weiß aber niemand, wie viele Medikamente nie auf den Markt gelangen, die vielleicht für uns sinnvoll wären. Aufgrund von irreführenden Tierversuchen werden die nämlich vorzeitig aussortiert. Viele heute segensreiche Medikamente wie Aspirin, Penicillin, Ibuprofen, Phenobarbital wären uns vorenthalten geblieben, hätte man schon in früheren Zeiten auf die gleiche Weise auf Tierversuche gesetzt, wie das heute der Fall ist. Diese Stoffe rufen nämlich bei bestimmten Tierarten gravierende Schädigungen hervor. Sie wären nach der heutigen Vorgehensweise der Wirkstofffindung durchgefallen. Tierversuche tragen also keineswegs zur Sicherheit von Medikamenten bei. Die Pharmaindustrie führt sie durch, um sich rechtlich abzusichern, falls mit einem Produkt etwas schief geht. Aber wie sieht es denn aus mit der Entwicklung von neuen Behandlungsmethoden im Kampf gegen Krebs, Parkinson, Alzheimer, AIDS und so weiter? Würden wir nicht ohne Tierversuche alle an schrecklichen Krankheiten sterben? Die Frage ist natürlich mit einem klaren Nein zu beantworten. Tierversuche sind völlig ungeeignet, um menschliche Krankheiten zu erforschen und Therapiemethoden zu entwickeln. Das liegt hauptsächlich daran, dass die meisten menschlichen Krankheiten im Tier gar nicht vorkommen. Sie werden, einzelne Symptome werden im Tiermodell, nennt sich das, nachgeahmt, um eben diese Symptome nachzuahmen. Zum Beispiel wird Parkinson ausgelöst, indem ein Gift bei Ratten oder Affen ins Gehirn injiziert wird. Alzheimer wird meistens durch Genmanipulation ausgelöst, ebenso Krebs oder durch Injektion von Krebszellen bei so ansonsten gesunden Mäusen. Schlaganfall wird hervorgerufen durch das Verstopfen einer Hirnarterie bei Mäusen zum Beispiel. Diabetes, die Zuckerkrankheit, wird ausgelöst, indem ein Gift bei Ratten injiziert wird, was die Inselzellen in der Bauchspeicheldrüse zerstört. Ja, und dann produzieren die kein Insulin mehr und dann ist die Ratte diabeteskrank. Aber was hat das mit dem Diabetes des Menschen zu tun? Diese künstlich hervorgerufenen Symptome haben nichts mit den menschlichen Krankheiten gemein, die sie simulieren sollen. Wichtige Aspekte der Krankheitsentstehung wie Ernährung, Lebensgewohnheit, Verwendung von Suchtmitteln, schädliche Umwelteinflüsse, Stress, psychische und soziale Faktoren werden bei dieser Art der Forschung völlig außer Acht gelassen. Ergebnisse aus Studien mit Tierversuchen sind daher irreführend und irrelevant. Tatsächlich versagt die tierexperimentell ausgerichtete Forschung immer wieder auf ganzer Linie. Bis zu 95% der potenziellen Arzneimittel, die sich im Tierversuch für wirksam und sicher befunden haben, kommen nicht durch die klinische Prüfung, also das heißt, wenn sie dann am Menschen getestet werden, hauptsächlich wegen mangelnder Wirkung oder wegen schwerwiegender Nebenwirkungen.
Regelmäßig kündigt die tierexperimentelle Forschung den Durchbruch bei allen möglichen Krankheiten an. Im Tierversuch hätte sich diese oder jene Behandlungsmethode als wirksam erwiesen, gegen Krebs, gegen Multiple Sklerose und so weiter. Doch die Hoffnung der betroffenen Patienten wird sie gut wie immer enttäuscht. Denn was beim Tier funktioniert, funktioniert beim Menschen noch lange nicht. Der Mensch ist eben keine Maus und schon gar nicht eine künstlich krank gemachte Maus. Das heißt, Tierversuche nützen nichts, nur nichts, sie schaden sogar. Sie spiegeln eine Sicherheit wider, die nicht vorhanden ist, und sie halten wegen der falschen Ergebnisse, die sie liefern, den Fortschritt nur auf. Ja, dann also eine Forschung ohne Tierversuche, wie soll die aussehen? Das Ende der Tierversuche bedeutet keineswegs das Ende der medizinischen Forschung, im Gegenteil. Studien direkter Menschen, zum Beispiel im Bereich der Bevölkerungsstudien, klinische Forschung, Arbeits- und Sozialmedizin, liefern Ergebnisse hinsichtlich der Ursachen unserer Krankheiten. Außerdem gibt es heutzutage tolle Möglichkeiten mit Mini-Organen, die aus menschlichen Zellen gezüchtet werden, die dann zusammengeschaltet werden können, zum Beispiel zu einem Multi-Organ-Chip. Wir haben da an unserem Infostand haben wir so ein Beispiel von einem Multi-Organ-Chip. Das ist so ein kleiner Chip mit so kleinen Gefäßen drauf, wo kleine Mini-Organe drin schwimmen und die dann wie so ein Mini-Mensch funktionieren. Da können dann halt Medikamente drin entwickelt werden. Es gibt halt so tolle Möglichkeiten. Wir leben heute im 21. Jahrhundert. In allen Bereichen schreitet die Technik rasant schnell voran. Man denke nur an das Internet, die Computertechnologie, die Raumfahrt. Nur in der medizinischen Forschung bedient man sich immer noch Methoden aus dem vorletzten Jahrhundert. Wir schicken heute riesige Datenmengen in Bruchteilen von Sekunden um den Globus. Wir steuern mit einem Knopfdruck ein kleines Mobil auf dem Mars. Aber wenn wir wissen wollen, ob eine Substanz giftig ist, trichtern wir sie Mäusen ein? Ist das moderne Wissenschaft? Nein. Gewiss nicht. Es wird Zeit, dass die medizinische Forschung auch endlich im 21. Jahrhundert ankommt. Ich bin sicher, dass eines Tages die Menschheit mit Abscheu und Unverständnis auf unsere heutige Zeit blicken wird, da wir Tiere als Messinstrumente missbraucht haben in grausamen und unsinnigen Tierexperimenten, so wie wir heute auf die Sklavenhaltung oder die Hexenverbrennung gucken. Das wird kommen und wir können alle dazu beitragen, dass dieser Tag möglichst bald kommt. Ärzte gegen Tierversuche kämpft seit über 40 Jahren gegen Tierversuche. Und wer Lust hat, bei uns mitzumachen, wir haben hier unsere AG Münster, die zusammen mit dem Bündnis gegen Tierversuche hier in Münster die Demo organisiert. Also wer Lust hat, aktiv zu werden, die freuen sich über Mitstreiter. Wir freuen uns aber auch über neue Mitglieder und Fördermitglieder. Da haben wir unseren Infostand, da könnt ihr euch informieren. So, und jetzt bin ich auch schon am Ende und es kommt der nächste Programmpunkt. Vielen Dank.